Aber das Ding trägt man leider am Kopf und es bringt einem nichts. Mein Atem wird ruhen. Und die Wundertüte, nein. Können wir alles zurücklegen? Das sind nur Easter Eggs gewesen. Ei. Alles klar. So. Das war der Grund übrigens, warum ich den Wünschrad gekauft habe. Weil ich wusste, man konnte irgendwas mit ihm anfangen. Er hat hier was freigegraben, aber nicht mehr was. Also was genau? Ich wusste nur, dass es irgendwelche Easter Eggs sind, die nichts bringen fürs Spiel. Außer dass Forgrim wieder aussieht wie Forgrim und nicht wie. Ja, ein Penner. So. So, Rakorium. Was ist denn daran so lustig, Meister? Ich weiß auch nicht, ich. Ich muss einfach lachen. Oh, jetzt geht es langsam wieder. Also, ich für meinen Teil denke. Ihr, wie schön. Habt ihr den alten der Trall da erweichen können? Wenn ja, müsst ihr mir unbedingt zum Besten geben, wie ihr das angestellt habt. Ich komme gerade vom Tempel der Hesinde. Das Orakel eröffnete mir, dass sich durch das Auge des Drachens mein weiteres Schicksal offenbaren wird. Doch ich weiß nicht, wie man seine Kräfte entfesselt. Hochwürden Dorion wähnte euch als großen Magier im Besitz des Wissens um die nu Benutzung dieses mächtigen Artefakts. Gewiss doch. Ja. Hey, lasst mich doch einmal in Augenschein nehmen. Hier habt ihr es. Wie seht ihr? Was seht ihr, großer Rakorium? Ich sehe Berge. Berge, in denen der Götterschmied die Waffen für den großen Kampf aus der Esse schöpft. Tief im Berg, wo gepeinigte Seelen auf ihre Erlösung warten, wartet das, was euer Herz begehrt. Hehehe. Was hat das alles zu bedeuten, du großer weißer Zauberer? Euer Weg führt euch nach Mul'Rolosh, mein Freund, der Hauptstadt der Zwerge, weit im Angostgebirge. Doch ist der Zugang nach Mul'Rolosh nicht gerade jenem Landstreicher erlaubt. Nur auf Geist des Zwergenkönigs Arombolosch kann euch Zugang zuteil werden. Am besten ihr fragt Graf Grovin, er kann euch sicherlich besseren Rat geben, wie ihr nach Mul'Rolosh gelangen könnt. So, und jetzt entschuldige ich mich bitte, ich muss mich wieder meinen Forschungen widmen. So, damit haben wir schon den Prolog abgeschlossen. Mul'Rolosh ist also mein nächstes Ziel. Ich sollte herausfinden, wie ich dorthin komme, denn König Ambrolosch gewährt nicht jedem Einlass in seine Festung. Rakorium konnte mir tatsächlich helfen. Seiner Meinung nach ist mein nächstes Ziel Mul'Rolosh, die Hauptstadt der Zwerge im Ambossgebirge. Der Weg nach Mul'Rolosh. Die Reise führt weiter nach Mul'Rolosh, doch nicht jeder ist in diesen Zeiten dort willkommen. Die Zwerge haben ihre große unterirdische Stadt für alle Fremden gesperrt. Nur dem, der ihr Vertrauen gewinnen kann, ist es erlaubt, diese herrschaftliche Festung zu betreten. Sprich mit Graf Grovin. Rakum sagte mir, Graf Grovin sollte am besten wissen, wie man nach Mul'Rolosh kommt. Ja, vor Mul'Rolosh haben wir allerdings zu tun. Also gut, eine schmackhafte Delikatesse und das Rezept für den Meistertrank, das dauert noch ein bisschen. Aber gerade für eine Handvoll Dukaten und die Rattenplage sollten wir als nächstes abschließen können. Gut. Das heißt, wir gehen wieder raus. Wir gehen in die Grafenstadt erstmal. Denn ich will dort zum Trainer, um Ausdauer zu verbessern. Und will mein restliches Zeug.
Ja, von mir aus bei ihr. Hier haben wir die Opferliste verkauft. Aber ja. Das. Dann alles weg. Oh, die Spielkarten auch. So. Ach, und ich habe vergessen, Pfeile zu verstauen. Egal. Das wird auch so gehen. Dann heißt es nämlich jetzt erstmal Ausdauer lernen und dann Skillpunkte weiter verteilen. So. Und ja, dann mit Grovin reden, dann ins Hafengebiet. Hallo. Nett von euch, dass ihr mich mal in der Kaserne besucht. Ja, wir wollten nur mal vorbeischauen und wir wollten eigentlich mit dir reden, genau. So. Ausdauer. Ach, du hast schon Ausdauer. Okay, ausweichen und so weiter braucht ihr nicht mehr. Schildkampf, Rüstungsgewöhnung braucht ihr beide eigentlich auch nicht. Ein Zwerg, ein Wort. Du hast schon Schildkampf und Rüstungsgewöhnung. Ja. Ausweichen gilt eigentlich nur, wenn der Ausweichwert höher ist. Anstatt einen Schlag mit der Waffe dem Schild zu parieren, kann ein Held versuchen, geschickt auszuweichen. Vor allem, wenn keine geeignete Verteidigungswaffe zur Hand ist. Wenn der Ausweichenwert höher ist als der Paradewert, so wird automatisch anstatt der Parade auf Ausweichen eine Probe gewürfelt. Genau. Sprich, Freund. Folgt mir. Deswegen bei den beiden. Ausweichen von 12. Ja, und der Parade-Basiswert. Gewandtheit, Intuition und Körperkraft. Werde ich bei beiden vielleicht mal 2 Punkte in Körperkraft wenigstens reinstecken. Trefferpunkte. Ja. Anpassungsfähigkeit. Achso. Mein Atem geht ruhig. Elfische Weltsicht. Ja. Und Naturtalente. Ja. Alles klar. Wobei, ich glaube, Lebenspunkte bei beiden wichtiger wären als Körperkraft. Armbrust ist gemaxt. Kann man 2 Punkte in Fechtwaffen stecken. Da brauchen wir auf jeden Fall mehr Selbstbeherrschungspunkte. Bild hören und Etikette maximieren. Alchemie mal auf 10 bringen. Magiekunde und Gassenwissen jeweils 1 Punkt. Mehr Astralpunkte sind auch nicht verkehrt. Was bräuchten wir noch? Oh, ach ja, Zauber. Wir könnten Armatrutz maxen. Ich würde aber lieber gerne den maxen erstmal. Was ich nicht kann, habe ich nicht genug Punkte.
Ist aber schon in Ordnung so. Sprich, Freund. So, bei dir. Bogen ist auf Maximum. Speere ist auf 10. Na klar. 2 Punkte in Selbstbeherrschung. Ich könnte mal sehr viele Punkte hier in Astralenergie packen. So. Heilkunde jeweils 1 Punkt. Hier jeweils 1 Punkt rein. So, Zauber. Balsam und klare Purum ein bisschen steigern. Falkenauge, Meisterschuss noch ein bisschen steigern. So. Vorgrim. So. Sehr viele Lebenspunkte jetzt mittlerweile. Hiebwaffen bist du schon auf Maximum. Dann geht deine Selbstbeherrschung mal noch etwas in die Höhe. Das sollte eigentlich schon längst reichen bei dir. So, bei mir könnte ich viele Lebenspunkte reinpacken. Ich brauche aber auch erstmal Selbstbeherrschung wieder. 2 Punkte wäre nicht schlecht. Heilkunde und so brauche ich nicht. Schwerter Sinn ist Maximum. Machen wir 1 Punkt in Fingerfertigkeit, weil ich ja fürs Fallenentschärfen verantwortlich bin. 2 Lebenspunkte. Ich habe bei niemandem Sinnesschärfe gesteigert, aber ist okay, glaube ich. Nee, lassen wir das erstmal so. Sanja. Bei ihr müsste ich mal noch Sinnesschärfe höher machen, wenn wir wieder Erfahrungspunkte haben. Also Steigerungspunkte. Aber ansonsten sieht es ganz okay aus. Sanja, alles klar. Lass das mal Vorgrim machen. So. Das sollte unsere Chancen etwas erhöhen, den Kampf gegen Mutter Radzinski zu überleben. So, das heißt als nächstes mit dem Grafen reden und dann geht's in die Hafenstadt. Bitte führt eure Untersuchungen fort. Ich bin sicher, ihr werdet die Wahrheit schon bald ans Licht gebracht haben. Ja, das werde ich oft dann. So, Graf Gorovin. Dass sie den ganzen Tag hier rumstehen, muss sehr anstrengend sein. Hallo, Tralder. Ihr seid zurück. Ich war gerade dabei, dem Grafen die Lage zu schildern. Er ist mit mir übereingekommen, dass mein Schwert an eurer Seite am besten aufgehoben ist. Das ist richtig. Jetzt hat die Morde aufgeklärt und die Bösewichter, die sie verübt hatten, vertrieben sind, wusste ich niemanden, der Tralders Beistand besser brauchen könnte. Außerdem bin ich sehr sicher, dass es dem Kampfgeist der Silberfälle entspricht, diese Malgora nicht einfach so davonkommen zu lassen. Was dies da anbelangt, muss ich widersprechen. Auch wenn mein Herz den Wunsch verspürt, die Feinde, welche unsere Stammesburg verwüstet und das Leben meines Sohns bedroht haben, im Kampf zu stellen, so geht mein eigentliches Ansehen dem Streiter der Drachenqueste. Ich will euch im Kampf um das Gleichgewicht des Schicksals beistehen und meines Vaters Andenken ehren. Gemeinsam werden wir den dunklen Mächten Einhalt gebieten.
Ich bin geehrt, Ritter Treider. Wahrhaftig könnte ich jemanden wie euch gut gebrauchen. Schließt euch mir an und kämpft an meiner Seite. Es ist mir eine Ehre, Brenuir. Bitte erwartet meinem Anwesen auf mich. Mein Verwalter Wirbosch wird sich bis zu meiner Rückkehr um euch kümmern. Habt Dank für eure Gastfreundlichkeit. Wir sehen uns dort. Ja. Oho. Der Schild des Fendral. Ein wirklich schönes Stück. Möge die weise Hesinde mir meinen Neid nachsehen. Aber lassen wir das. Erstmal sollten wir das Förmliche regeln. Also sagt an, Streiter der Drachenqueste. Wie können euch Graf Grovins bescheidene Möglichkeiten an diesem denkwürdigen Tag zu Diensten sein? Ich mag Grovin irgendwie. Für einen Zwerg ist er nicht so mürrisch.